Hallöchen, ihr Lieben. Und zwar muss ich mich einmal hier vorab melden. Mir ist nämlich irgendein technischer Fehler unterlaufen. Und zwar hat das Programm, womit ich meine Stimme aufnehme, mein Mikrofon komplett verstellt. Und deswegen bin ich richtig am Übersteuern in der Folge. Aber zum Glück nicht so lange. Ich habe es dann relativ schnell gemerkt. Deswegen werdet ihr die ersten paar Minuten dann mich erstmal übersteuern haben. Ich habe es schon versucht zu retten. Ich krieg es leider nicht mehr ausgesteuert. Es tut mir sehr leid. Aber ist zum Glück nicht über die ganze Folge. Ihr müsst nicht komplett leiden. Ist leider aber auch zu viel Inhalt passiert. Deswegen hätte ich es auch nicht neu aufnehmen können. Deswegen hoffe ich, dass ihr das erstmal verzeihen könnt für das einmal jetzt hier. Und dann wird es ab sofort ohne Fehler laufen. Alles klar. Nur eine kleine Warnung an euch. Und jetzt geht's auch mit dem Video weiter. Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von So Cruisies. Und zwar starten wir heute mal im Hauptbildschirm, weil ich euch zeigen wollte, dass es hier wieder ein Update gab. Wir sind jetzt bei, oh, es hat geleckt, bei Version 1.2.8. Wir hatten ja mit 1.2.3 gestartet damals. Und ja, wir haben jetzt hier auch tolle Hintergründe hier und das wollte ich einfach mal zeigen. Und jetzt, das wechselt immer durch die Tiere durch. Und schon nices Foreshadowing. Wir gehen ja jetzt zu den Hippos. Da starten wir mal rein. Ich bin gespannt, wie das jetzt sein wird. Ich glaube, das Futter hatte ich noch nicht geschnitten. Dann machen wir das mal eben. Da. So, nee, hatte ich noch nicht gemacht. Dann machen wir das mal eben. 7,9 insgesamt und 2,5 brauche ich. Dann ungefähr so, würde ich sagen. Ich muss es für mich mal wieder leise machen. So. Oh ja. War sogar fast richtig. So, dann machen wir mal. Wir brauchen 2,5 von 8,9. Auch ungefähr so, würde ich vermuten. Ach, guck mal. Perfekt. Super. Da hat sich ja Leistungskurs Mathe gelohnt. Dann, ja, sind wir soweit fertig hier im Bus, im Zug. Meine Arme sehen schon richtig geil aus. Die sind schon so mies angeschwollen. Bereite ich mir jetzt das schon vor, ist die Frage. Ich bin der Meinung, dass ich das tatsächlich machen muss. Weil das, ich möchte nicht, dass wieder irgendein Tier sterben muss. Reicht das denn überhaupt noch? Ja, müsste reichen. Genau für drei. Nee, doch nicht. 10 fehlen mir. Aber ist nicht schlimm. Wir gehen einfach mal in den Lagerraum von denen. Und da sind ja dann wieder noch mal ein paar Ressourcen übrig. Der müsste ja hier auch irgendwo gleich sein. Da ist er. Mein Gott, die Wege werden immer länger, habe ich das Gefühl. So, gehen wir mal eben hier in den Storage-Raum. So. Oh, da ist ein Kühlschrank mit Melonen drin. Hier haben wir das doch, was wir brauchen. Da ist das Telefon. Hier haben wir noch mehr. Hier haben wir ein PDA. Gucken wir mal rein. Da ist der Dicke wieder. So. Irgendwas krabbelt unter meiner Haut, bei meinen Armen. Es fühlt sich eklig an, also schrecklich an. Verdammt, Martha, vergib mir. Aber ich glaube nicht, dass ich es hier rausschaffen werde. Ja, das glaube ich auch nicht. Hier haben wir noch einen Schrank. Ach, hier haben wir noch. Perfekt. Also wir werden ja hier wirklich jetzt zugeballert mit Zeug. Und hier steht ja auch immer meistens noch mal was. Ich gucke noch mal, ob hier noch irgendwie an den Kisten was steht. Hier ist erstmal nichts. Gut, ich mache mir dann mal eben schnell. Das war das, dieser Sicherheitskegel da. Machen wir mal eben schnell die letzte Spritze fertig. Also, diesen Dart. Ach, perfekt, gut. Da haben wir genügend von. Einfach mal aus Sicherheitsgründen, damit wir das bereit haben. Muss ja jetzt nicht heißen, dass vielleicht was mutiert. Es kann, glaube ich, auch sein, dass sie wirklich immer nur krank sind und nicht mutieren. Aber ich habe es lieber bereit, dann, falls wir es denn doch bräuchten. Drei Stück Zoe, Bubba und Waffel, also Waffel. Dann schauen wir mal. So, erstmal die Kamera und das Futter. Guck mal, da sind sie. Eigentlich sind die Viecher ja gefährlich, ne? Also da soll man ja echt aufpassen, dass man da denen nicht zu nahe kommt. Aber die füttern wir mal. Das hört sich schon wieder nicht so gesund an, was sie für Geräusche von sich geben. Ich muss es noch leiser machen für mich. Ich bin ein bisschen viel zu laut. So.
Alles klar. Oh, ich bin in der Pflanze drin, aber stört nicht. Scanne mal Bubba. Bitte laufen wir nicht wieder davor, wie gestern die Elefanten waren das, glaube ich. Okay. Ach, hier. Da kommt... Ach, der ist ein bisschen warm. Waffle. Scannen wir mal den Waffle. So. Dem Waffle geht's nicht so gut. Ja, die machen wieder komische Geräusche. Na, magst du, dass wir mal hinpacken? So. Dann Sound und Shitsucker. Ach hier. Achso, ich dachte, da liegt schon was. Ah, da liegt Melone. Achso. Vielen Dank für eure Fäkalien. Die nehme ich doch gerne an. Na, kannst du da bitte fortgehen? So. Alles Klärchenbärchen. Das hätten wir. Und jetzt mal gucken, wie laut ihr seid. Oh, Waffle ist ängstlich. Habe ich es jetzt hinbekommen? Ja, Waffle hat er gescannt. Okay. Machen wir mal Zoe. Gut. Bist du Waffle? Ja. Mal den dritten checken. Wo ist denn der dritte? Wo ist denn der hin? Ach, hier. Ach nee, Zoe hatten wir schon. Hä, wo ist denn der dritte hin? Ach, da. Ist es der? Gar nicht erkannt. Bubba schläft. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ja, ist ja gut. So. Dann nehmen wir den mal Blut ab. Sonst habe ich erstmal alles. Ich weiß immer noch nicht, wofür das UV-Licht gut ist. Habe ich noch gar keinen Plan. Na komm mal her. Doch nicht. Ja, die wollen nicht, dass ich den Blut abnehme. Aber wo ist denn der dritte immer? Die verstecken sich hier. Ach da. Ach, wenn er schläft, dann kann ich ja von der Zoe mal abnehmen. Das Blütsche. Also die hauen auch tatsächlich hier Update nach Update raus. Also die hören echt auf ihre Fans. Und gestern, glaube ich, habe ich auch gesehen bei Steam, dass die negativen Rezensionen jetzt... Oh. Jetzt, die waren ja Anfang des Spiels, waren die ja überwiegend, die negativen. Aber jetzt ist es mit positiven überwiegend. Und das ist schon mal gut. Also dann ist es schon mal ein gutes Zeichen, dass sie sich wenigstens um ihr Spiel kümmern. Wer bist du? Warum zeigt ihr mir deinen Namen nicht an? Ach, Bubba, von dir brauche ich noch. Und dann kann das Spiel tatsächlich doch nochmal eine bessere Zukunft erhoffen und nicht in diesen Abyss geraten von vergessenen Spielen, die kein Update mehr bekommen, weil die Entwickler das neglecten dann. Bin ich froh drüber, weil ich habe echt Spaß an dem Spiel, auch wenn es ein bisschen repetitiv ist, aber das stört hier irgendwie nicht, weil die Tiere dann doch nochmal individuell auch irgendwie Persönlichkeiten haben. Also habe ich das Gefühl zumindest. Und okay. Und dass das nochmal die Monster individuell sind. Und vor allen Dingen, da du hier auch mehrere Endings hast, dann lohnt es sich doch. Aber, oh. Aber ich werde nicht alle Endings machen. Das ist mir viel zu viel. Da habe ich gar nicht die Zeit und die Muße zu. Ich werde jetzt das machen, was ich jetzt hier erreiche mit meinem Playthroughs. Und dann lasse ich es auch gut sein. Und, genau. Werde jetzt da nicht richtig hardcore alles durchsuchen und so weiter. Sondern einfach das, was zu machen ist. So, okay. Den Shit haben wir abgesackt. Ich nehme schon mal die Knarre in die Hand. Mich damit jetzt nicht Zeit lassen muss. So, hiervon brauche ich jetzt erstmal nichts. Alles schick. Jetzt Blut erstmal hier einscannen. Perfekt. Super. Alles klar. Gucken wir mal. So. Waffle. So. Ist doch Waffle, ne? Das zeigt das nicht an. Achso, ich muss grün machen, was nicht ist. Okay. So.
Influencer hat der Worfel, wenn es denn Influencer ist. Habe ich denn schon dieses Gegengift? Nee. Ja, Influencer haben wir ja hier irgendwo. Hier, Influencer. Machen wir mal. So. Na dann. Bin ich mal gespannt, ob es jetzt knallt. Ja. War ja klar. Eine habe ich mir die Spritzen gepreppt. Kriegst direkt mal einen ab. Du kommst hier nicht rein, bitte. Warum kotze ich jetzt? Komm hör auf. Ach man, das Kotzen nervt so sehr. Oh, ist unter der Erde. Da. Direkt in deine Lappe. Und die dritte. Nice. So, und du kriegst auch gleich mal einen Shot. So. Perfekt. Super. Wer warst du denn jetzt? Also Worfel war es nicht. Zoe war es auch nicht. Es war der Bubba. Ja, bei dem Namen Bubba war mir schon ein bisschen unwohl. Weil der sieht jetzt nicht so sonderlich krass aus. Also, ich fand da die Zebras bis jetzt am geilsten. Weil... die da... Also diese Idee, dass einfach aus deren After dann die Zähne kommen und das... liegt hier noch was? Und dass der Kopf dann eigentlich komplett fälschlich ist. Das fand ich cool. Und die Giraffen werden ja auch so zu Spinnenviechern dann. So, jetzt kotzt du bestimmt gleich wieder. Ja. So, deine Arme sehen jetzt noch ekelhafter aus. Gut. Alles klar. Haben wir erledigt. Da waren wir doch mal auf jeden Fall nicht mehr so schlecht. Huch. Das Fleisch ist da. Geht zum Hub. Ja. Alles klar. Weiß ich ja. Genau. Ich muss erst den Waggon reinholen. Genau. So. Bei den Hippos haben wir uns ganz gut angestellt. War ein kurzes Vergnügen. Es waren ja auch nur 3 Stück. Man merkt aber, ich werde flüssiger. Und hab das Spiel jetzt so ein bisschen begriffen. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich die jetzt heile. Weil ich habe ja das Antidote gar nicht. Also das Rezept dafür habe ich ja gar nicht bekommen. Also kann ich das auch dementsprechend gar nicht craften. Also, weiß ich nicht. Was ich da jetzt mache. So. Huch. Okay. Naja, meine Krankheit. Hey Paul, how are you feeling? Oh, by the way, I've had the pleasure of meeting your wife. Can you believe she reported to the police that her beloved husband disappeared in the zoo? Good thing I have friends everywhere. Now she will have to go into the grinder too. Well, lie down here for now. I'll prepare. Wake up, Paul. Mother likes her food to flutter and squeak. Don't worry about your wife. I think she'll make a great dessert. Really, Paul, you didn't think that after everything you've seen, I'd let you go. Uh-oh, looks like Mommy is particularly hungry today. Goodbye, Paul. Tell Mother. Oh. Okay. Das war denn wohl... Okay. Paul hat die Journalistin nicht gerettet. Er hat auch nicht Lilly angerufen. Während sie versorgt war über das Schicksal ihres Mannes, ist sie zur Polizei gegangen. Aber der Doktor hatte seine Leute überall. Wegen seiner... Ich weiß nicht, was Indifference auf Deutsch heißt. Ich hab's nicht gelesen. So, jetzt mit ordentlicher Mikrofonqualität. Ich entschuldige nochmals. Gut, das war ja jetzt aber echt bescheuert. Also das war ja, warum er mir das einfach umgestellt hat, ist mir echt rätselhaft.
Na gut, aber jetzt funktioniert's wieder und jetzt ist es auch ordentlich. Dann können wir weitermachen. Also ich habe mir den Text nochmal durchgelesen. Also Paul, wir haben ja die Frau am Anfang ignoriert, ne? Wir haben halt der kein Fleisch gegeben, deswegen war die halt besorgt und hat halt dann die Polizei geholt. Und dann hat er, unser dicker Arbeitgeber hat sie dann gekidnappt und hat sie dann geschreddert und will sie verfüttern. Und uns hat er halt an die Mutter verfüttert, wo man dann diese tausend Hände gesehen hat. Und unsere Tochter wurde dann halt in ein Jugendamt wahrscheinlich gebracht, stand da dann. Ja, jetzt machen wir weiter. Wir haben ja hier, das kennen wir ja bereits hier mit den Animals. Die haben wir ja schon freigeschaltet. Warum er mir das jetzt hier nochmal anzeigt, weiß ich nicht. Skippen wir einfach mal eben durch. So, New Game plus plus. Was heißt denn da plus plus? Okay. Ja, jetzt sind wir schon wieder hier. Wir werden die Frau übrigens nochmal schreddern. Ja, ich muss jetzt halt mit ihr reden. So, ich habe das bestimmt rausgeschnitten, da wir das ja schon kennen. Ja, nehmen wir mal gleich mit hier, das Gedöns. Wir geben ihr jetzt mal das Fleisch. Das machen wir jetzt einfach mal. Und, ach ja, hier schon auf. Okay. Kriegt sie einmal mit. Und wer weiß, was der Guten dann widerfährt und ihrer Tochter, also unserer Tochter. Okay. Haben wir erledigt. So, dann bin ich mal gespannt, was dann für ein Ende kommt. Kann ich mir das hier schon auf... Ne, steht noch nicht drin. Okay. Gut, dann nehmen wir mal einfach hier wieder das Gedöns mit. Und dann machen wir jetzt die Muses. Da waren wir ja noch gar nicht. Und das werde ich euch dann auch nochmal vollständig zeigen. Und dann werde ich nochmal zu den anderen Tieren hingehen. Ich nehme nochmal, glaube ich, eine Ladung mit, ne? Ich glaube, das ist immer am besten, wenn wir nochmal haben. Und dann werde ich zu den, die anderen Tiere nochmal machen. Und das halt aber rauscutten, weil das kennen wir ja bereits, das ist ja nichts Neues. Und werde dann halt höchstens was drin lassen, wenn was Neues jetzt erscheint, wie wenn ich das Heilmittel finde oder was weiß ich. Bin ich mal gespannt. Aber gucken wir mal. Jetzt ist Moose aber ausgegraut. Ja, das ist immer... Na gut, dann machen wir die Wallabies wieder. Und das würde ich dann aber erstmal rausschneiden. Weil das kennen wir ja bereits. Und würde mich dann wieder melden, wenn was Neues passiert. Oh, habt ihr das gesehen? Da war ein Kratzer, also von also so halt Kratzspuren auf ihm drauf. Das war letztes Mal nicht so. So, ihr Lieben, ich habe die jetzt untersucht. Bisher hat nur die Amy Sepsis. Und ich habe mir die Todesspritzen schon bereitgelegt, weil ich bin gespannt. Oh, das hat er aber jetzt gar keinen Sound gemacht. Oh, oh Gott. Genau. Dann lade ich schon mal nach. Nein, nicht das Sepsis. Weil wir hatten das letztes Mal gar nicht. Das, hier die, Wendigos wollte ich gerade sagen. Hier, die, Kängurus mutieren. Das hatten wir letztes Mal nicht. Das ist jetzt das erste Mal. Deswegen zeige ich das jetzt einmal. Oh, oh. Uiuiui. Da fliegt er nach oben. Ja, komm raus. Dass das Ganze hier aber gar keine Musik hat, wundert mich halt auch. Es ist ein Bug. Hä? Kann er sich unsichtbar machen? Scheiße. Oh, habe ich jetzt ihn getroffen? Nee, sonst hätte es mir angezeigt wahrscheinlich, ne? Der Arsch. Wo ist der? Da, getroffen. Irgendwie ist es ein bisschen verbuggt. Also. Ich mach mal. Oh Mann! Ich habe ihn nicht gehört. Sehr zu spät. Ich werde mir mal eben schnell. Ja, jetzt haben wir festgestellt, dass wir infiziert sind. Ich muss noch mal eben schnell eine zweite Todesspritze schnell machen. Sonst sieht es echt mau aus. So.
Na komm, mach deiner. Dass wir den mal zur Strecke bringen können. Oh, scheiße. Ja, die Bestrafung dafür, dass ich nicht getroffen habe. Ey, nein. Das war jetzt aber nicht verfehlt. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist immer... Ich mach gleich mal Amy heilen. Also das kannst du mir jetzt aber echt nicht erzählen, oder? Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Das muss ich. Ach komm, lass mich doch in Ruhe mit deinem Scheiß, ey. Oh. Jetzt muss ich wirklich wieder zurückfahren. Oder in andere Gebiete muss ich rein. Und da, die... Nein, ich kann nicht weg. Ich kann ins Hub, aber... Scheiße, was mache ich denn? Ich weiß, was ich mache. So, Leute, ich habe jetzt einfach mal frecherweise einfach mal meinen anderen Speicherstand geladen, weil ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen verbuggt ist. Weil ich habe die Sounds erstens nicht gehört und zweitens habe ich offensichtlich getroffen, aber auch irgendwie nicht. Dann machen wir das Ganze einfach nochmal von vorne. Jetzt muss ich mir die Knarre wieder nehmen. Und die lade ich schon mal direkt auf mit der Todesspritze, weil jetzt wissen wir ja, dass es mutiert. Es macht schon wieder keinen Sound. Das soll... höchstwahrscheinlich nicht so. Was? 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 Wie, du kommst hier rein? Wie? Wie? Was? Ist das Vieh jetzt hier nach hinten gelaufen? Never. Ist es jetzt komplett buggy oder was? Nee. Okay. Da ist es mal eben out of bounds gegangen. Da hat es gedacht... Oh. Ich gehe näher ran. Ist mir jetzt egal. Ich gehe näher ran. Penner. Oh, das hat... Was? Das ist... Ich... Nein. Aber irgendwie greifen die mich ja auch gar nicht so richtig an, weil der macht so... Und dann geht er ja wieder weg. Ach komm, wir haben es alle mitbekommen. Nein, ich muss ihn da... Ja, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, stirbt wieder einer. Na gut, aber dann ist es halt so. Ich kann jetzt nichts ändern. Also wenn er sich unsichtbar macht, dann ist er auch gehen auch die Pfeile durch ihn durch. Okay. Gut zu wissen. Na komm. Nein. So. Nachladen. Na komm. Wo bist du? Hm, ich höre ihn da. Aber wo? Lass ihn los! Arschloch. Ja. Penner. Okay, dann sehen wir das jetzt mal auch, wie das aussieht, wenn von denen einer mutiert. Ja, finde ich jetzt auch nicht sonderlich großartig spannend. Wie gesagt, das Zebra war für mich jetzt... Hä? Das ist jetzt wieder hier zu? Aber ich kann es auch nicht mehr aufmachen. Steht das Auto auch wieder da? Nee. Also irgendwas läuft hier schon wieder deutlich schief. Hä? So wenig? Na gut, aber es wird reichen für das, wofür ich es brauche. Ich dachte, ich kriege jetzt wieder eine ordentliche Ladung rein. Oh nein, okay. Machen wir es nochmal. Septic Care. So. Wäre ja schön noch, wenn ich das machen könnte, wenn der Zug fährt, aber das macht er nicht. So, wenigstens kann ich nachladen. So, da sind wir. Dann bringen wir es mal zu Ende. Und dann sind wir hier auch fertig. Diesmal darf ich halt nicht verfehlen. Ich hoffe, sie schläft. Dann habe ich
wenigstens Ruhe. Ja. So. Alles schick. Wer von denen ist denn jetzt mutiert? Penny ist da. Amy haben wir gerade gecured. Und wer war dahinter? Sally. Wally ist mutiert. Okay. Naja, Wally fand ich ja auch in der ersten Folge schon ein bisschen komisch. Daher, ist das auch ein bisschen vorhersehbar gewesen. Aber in der ersten Folge sind sie mir ja nicht mutiert. Da ist ja irgendwie alles glatt gelaufen. So, was ist jetzt hier los? Bestimmt sagt er mir jetzt, dass Fleisch ankommt. Night Zookeeper, Paul Kahn. Ja, ja, okay, ist das Gleiche. Gut, dann werde ich die Frau jetzt auch wieder schreddern. Und dann, herrje. Na komm. Ach, das nervt so, dass diese Animationen down sind. Werde ich die Frau jetzt schreddern und dann, werde ich... Huch, ich wollte es eigentlich gar nicht aufnehmen. Und dann werde ich, ein paar von den Tieren machen, bis dann zum Schluss. Und dann zu sehen, was ich dann für ein Ending kriege. Okay? Dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, mich wundert noch eine Sache. Weil jetzt klingelt ja das Telefon. Ne? Die ist jetzt da. Und er heult ihn jetzt halt voll. Hallo? Don't worry, Paul. Oh, I don't. Okay. Dann mache ich das jetzt einfach mal so und schredder sie jetzt. Mal gucken, ob er dann was anderes sagt am Telefon. Ist aber auch laut. Nö, er sagt ja nichts dazu. Okay. Oh, das kann ich jetzt schon sauber machen. Da ist aber noch nichts drin. Na gut. Dann nehmen wir mal den Brick Trolley raus. Komm mal her. Und dann, werde ich da mal nochmal nachfüllen und das Fleisch mal aufladen. Ich glaube, eine Packung reicht. Ich brauche erst nicht zwei mitnehmen. Dann werde ich das erstmal kühl stellen. Und dann werde ich nochmal Vegetable und so weiter und so fort mitbringen und dann die anderen Tierchen versorgen und dann gucken wir mal, was wir dann für ein Ending haben. Dann bis gleich. Ist das ein neuer Text? Dieser Job ist nicht unbedingt schwierig, aber die Zeit vergeht auch sehr langsam. Das verstehe ich nicht. Shoot up. Ich verstehe das nicht, was damit gemeint ist. Also er möchte auf jeden Fall, dass die Zeit schneller vorbeigeht. Vielleicht ist hier irgendwas. Möchte er sich Drogen spritzen oder was? Verstehe ich nicht. Da bin ich ein bisschen aus dem Thema draußen, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich keinen Zusammenhang. Oh je. Da bedarf es wohl etwas Beruhigungsmittel. Das hatten wir auch noch nicht, dass die Tiere sich gegenseitig angreifen. Dann, ja, werde ich mal ein bisschen Schlafmittel herstellen müssen, damit sie sich nicht angreifen. So. Na, das hatten wir auch noch nicht, dass sie sich gegenseitig angreifen. Na, ist jetzt Ruhe? Oh, ich muss auch nachladen, ich bin mit Ruhe. Guck mal, der eine schreit schlicht da. So, Ruhe. Jetzt ist Ruhe. Irgendwen habe ich... Ich glaube, ich habe Zoe getroffen. Ja, leg dich schlafen. Bist du Zoe? Nee, du bist Bubba. Den von euch habe ich... Ach, dich habe ich abgeschossen, ne? Genau. Hast du das? Ja, ich glaube, es war Zoe. Na gut. Ja, dann schlaf mal schön. Oh. Paul, I brought breakfast. The meat you gave me was incredibly delicious. Gina had three servings. And I promised to take the rest to her beloved daddy. Oh, someone arrived. Hello. Do you work here? Hey, what are you doing? Let me go!
Good morning, Paul. How was your night? It's time to feed the mother. Aua! Paul, mother likes her food to flutter and squeak. Don't worry about your wife. I think she'll make a great dessert. Really, Paul, you didn't think that after everything I was saying, I'd let you go. Uh-oh, looks like Mommy is particularly hungry today. Goodbye, Paul. Tell Mother. Bon appetit. Okay. Es war ja jetzt aber irgendwie langweilig. Paul hat die Journalistin nicht gerettet, er hat Lilly nicht gewarnt über die Herkunft des Fleisches und ihre Ankunft mit dem Fleisch war fatal. Lilly ist in die Falle des Doktors reingefallen, wie Paul. Beide wurden Essen für das Monster, die junge Tochter wurde als Waise zurückgelassen. Ja, na gut. Okay. Aber ich finde das irgendwie jetzt... war jetzt irgendwie sehr ernüchternd. Ich dachte, da passiert was anderes jetzt so ein bisschen, aber im Endeffekt ist das genau das gleiche Ending gewesen, wie wir es vorher auch hatten. Bloß halt ein bisschen anders. Okay. Ich bin am Überlegen, wie wir das vielleicht noch hinkriegen würden. Also... ich werde jetzt nochmal vielleicht mich nochmal informieren, wie wir vielleicht noch ein paar andere Endings machen, aber dann würde ich es auch gut sein lassen. Vielleicht noch eine Folge, weil die ganze Zeit immer wieder von vorne anzufangen ist halt doch schon ein bisschen anstrengend und sind nur so minimale Veränderungen und deswegen, ja, weiß ich nicht. Na gut, werden wir sehen, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von was auch immer ich mache. Dann bis dann, ciao, ciao.